Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Valguero mit Smitty und Weide. Oh, moin. Wir können alle fliegen. Also, wir nicht, aber unsere Vögel. Endlich können wir mal ein bisschen uns hier umgucken. Also wirklich nur ein bisschen, bei dem bisschen Ausdauer. Und es fliegt auch... mit Kreis. Was? Was liegt an der Bieten gleich? Links von uns. Ach so. Wow. Kannst du wohl schon looten? Ja, ab 35. Oh, okay. So, Bauplan meisterhafte Gilly-Handschuhe. Immerhin. Und Bauplan meisterhafter Gilly, meisterhafter Chitinbrustpanzer. Naja, meisterhaft ist schon schön. Die Sachen hätten noch überragend sein können? Nee, was? Wie ist das gerade hier? Was Sinnvolleres. Ach so, ja, okay. Das ja. So, So, ich sehe den Smitty. Ich bin mal in die Höhe gestiegen, über dem See Ja. quasi. Der Flocki ist vor mir. Warum? Oh. Cool. Aha. Mann, ist Was so viel überhaupt für Wasser. ein See? Na, hier der kleine, hier der Fluss. Hi, Fluss, Fluss, ja, Fluss ist es. Aha. Da, das ist der rote, da ist der grüne. Nein. Wollen wir mal dem Fluss ein bisschen folgen hier? Da ja. Haben wir. Bis aufwärts. Ja, genau. Frage hoch, damit man eine gute Übersicht hat oder tief, um eben schöne Sachen zu sehen. Vielleicht beides. Ja. Vielleicht auf dem Hinweg tief und auf dem Rückweg hoch oder so. Ja, achtet aber bitte auf eure Ausdauer, nicht so vergleichbar neue Vögel besorgen müssen. Gibt's genug. Also in so ein Terrorbird-Nest landest. Ja, genau. Wenn es gerade irgendwie nicht anders geht. Ich dann lande ich schon mal kurz. Ja, ich auch. Hier ist ein schönes Plätzchen auch für eine Base. Ja, die darf dann aber nicht zu groß sein. Nee, die wird klein und kuschelig. Ganz Dixie-Häuschen kann man einbauen. Ja. Wir sind natürlich auf der Suche immer noch nach schönen. Biberdämme wären natürlich mal gut. Ja. Oh, da ist ein Rex oder was? Jo. Ah ja. Ah, hier ist die Brücke, wo wir mal waren. Zu Fuß. Wo bist du denn? Über dem Fluss, direkt da drüber. Ach, weiter oben. Noch weiter oben muss sagen. Ah ja, okay, hier. Dann ist das links von uns, ist dann Metall und Kristall alles. Ja. Das stimmt. Könnte man vielleicht auf dem Rückweg nochmal einen kleinen Schwung einpacken. Aber einen ganz kleinen. Einen ganz kleinen, ja. Tragen können die echt mal nix sehen, die Burschen. Wollen wir irgendwie mal Fluss weiter folgen oder den Weg von der Brücke mal in die eine oder andere Richtung? Kurz mal noch da hoch zu dem, was auch immer da ist. Wo der Wasserfall quasi anfängt. Das sieht ja mal. So ein schöner See, da müssen noch mal Biber drin sein. Das ist ein Argentavis schon. Jo. Okay. Hier kann man auch gut bauen. Dann. Skorpione sind da unter mir. Oh, das. Oh ja, hier kannst du wirklich gut bauen. Hier wissen wir schon mal, wo wir die Argentavis herkriegen. Ist eine Höhle drunter, oder? Geht's rein, wie es aussieht. Was bei den großen Kristallen? Ne, beim Wasserfall. Oh, echt? Im Wasserfall? Sozusagen? Würde ich sagen. Das war jetzt eine Täuschung. Ja, sieht nicht so aus. Ja. Jeden, oder was ist hier unten? Hier brummt so komisch, wenn du hier mal in der Nähe bist. Das ist ein Artefakt hier. Vermute ich auch mal. Ah ja, jetzt höre ich es auch. Vielleicht doch hier irgendwie durch die Kristalle durch, ja? Zu Fuß irgendwie. Könnte sein. Dem Weg folgen? Wo der uns hinführt, noch links erstmal jetzt. Von der Brücke aus, ne? Ja. Wenn wir kurz hier irgendwo zwischenlanden, wo jetzt nicht so viele Aventaren sind. Führt wohl den Weg Berg hier hoch.
Ja, ne, vermutlich. Schöne viele ja, Plattformen, ne, wo man irgendwie gerade drauf bauen kann. Ist hier schon überall. Jede Menge, ja, das stimmt wohl. Gar nicht so verkehrt. Hier ist ganz ordentlich Metall. Was ist denn der Weg jetzt? Hier. Wollen wir noch rein, oder? Ja, geht ja durch den Berg, oder was? Ja. Ah ja. Aber auch nur einmal durch. Ah ja, sieht so aus. Dann fliege ich lieber drüber. Bin mir mal sicherer. Oh oh. Oh? Oh. Was ist oh? Oh oh, oh heißt, Bolivia? Nee, es war nur ein Tiger. Ein Tiger? Sabertooth, glaube ich, war's. Ach so, naja. Mehr war es dann doch nicht. Wow. Ich glaube, der Weg geht hier weiter, wo die Spitzen da vorne sind. Der teilt sich hier in drei, der Weg, muss ich mal sagen. Hier oben ist auch irgendwie so ein bisschen was Bebautes über der... Stimmt. Rechts geht's lang, da ist was Bebautes, genau. Dann geht er geradeaus und links. Sehe ich schon gar nicht mehr, wo seid. Da, wo du gerade warst. Sind ja viele Agentarwisse. Ja, lass mal einfach hier. Achso, wo ist denn Mord jetzt? Ah, ich sehe euch. Kurz ein. Kurz nochmal hier landen bei dem. Ach, hier ist auch so eine komische Brücke. Hm. Und eine Treppe ist das. Ja. Ah, wo führt ihr denn so hin? Nach oben. Zum Tempel hier, oder was das mal war, ist, sein soll. Ja. So, sowohl Dings. Haben wir oh, da hinten ist ein Greif. Sieht er den? Nee, jo. An den zwei Säulen vorbei. Ach da. Zwei sogar, glaube ich. Hm. Ja, vor uns sind auch direkt welche. Direkt rechts von uns ist auch einer. Wir müssen, glaube ich, weiter. Ja, dann los. Aber es ist schon eine geniale Map, so, wenn man so sieht bis jetzt. Eigentlich schon, ne? Wir haben ja noch gar nicht so viel gesehen. Da hinten sieht es cool aus. Ich habe nur noch keinen Plan. Naja, Biberdämme müssten wir eigentlich Richtung Greifen. Oder geradeaus an den Seen. Wo bist du denn? Nach oben. Da, gezogen. Hinter dir quasi. Ja, wir sind rechts von dir. Wir sind über dir, rechts von Richtung dir. Richtung Schneeberge. Jetzt. Nee, andere Richtung. Ach so, hier sind überall Schneeberge. Ach, das hat er ja. Aber wenn du da durchguckst hier quasi, dann ist da hinten ja nochmal ordentlich Wasserfläche. Da könnte auch was sein. Ja, das ist ja Richtung Greifen, ne? Achso, das meinst du. Ja, lass mal vorsichtig lang schippern nochmal. Könnt ihr ja gedanklich schon mal einen Grabstein bauen für eure... für eure Vögel. Oh, jetzt habe ich mal... Immer aber die FPS abgeschmiert hier. Ja, die auch eben gerade. Ja. Mal wieder. Da ist noch ein Gebäude. Ja. Oh, hier ist ein ganz großes Vieh, oder? Muss da Giga sein oder ein Rex? Da. Giga. Also rechts die Kuppe da hinten in weiter Ferne Richtung grünen Obelisten. Mhm. Die sieht schon aus wie so ein Plateau, wo du drauf schön bauen könntest. Ja. Das Schneegebiet ist aber auch hier reichlich. Also hier, wenn es hier keine Biberdämme gibt. Warte. Dann gibt es hier nirgends welche. Alter, guck mal, dann mit dem Wasserfall da hinten, das ist schon wieder geil. Jo. Ich wollte sagen, hier muss es bestimmt was geben.
sollten wir auf dem Berg in der Mitte nochmal landen. Würde ich auch sagen. Also Biber sehe ich hier nicht. Nee, ich auch noch nicht. Kann natürlich sein, wir waren hier noch nicht, ne? Also erst nochmal ein bisschen was spawnen müssen. Ja. Hier im Wasser kannst du bestimmt nochmal tauchen, ohne Probleme. Also, in dem oberen. Ja. Wegen Gegner meinst du, oder? Nö, generell, ohne, oh ja, so. Das ohne was, das ohne was kommt. Das ohne was kommt vor allen Dingen. Ohne das was kommt vielleicht. So, das klingt's besser. So, jetzt können wir glaube mal gucken, denn beim Wasserfall und dem Plateau beim Obelisken ist ja jetzt nicht mehr weit. Unter Wasser auch. Aber Biber gibt es trotzdem nicht. Naja, noch nichts gesehen. Vielleicht im Redwood hinten auf der Seite. Vielleicht ja. Ist da noch was. Da gehe ich doch mal schwer von uns. Gut, rechts ist ja auch noch ordentlich. Ne, rechts ist ja unser Wasser quasi. Ja. Ja, unsere Küste. Ja, Raptoren. Da muss ich mal sagen, das ist schon mal ziemlich gut gelungen hier, ehrlich. Da geht es halt nochmal weiter mit dieser weiten Ebene. Das hast du vorhin gar nicht gesehen, dass es so groß nochmal weitergeht. Ja. Fliegt mal rechts Richtung dem Plateau. Achso, ja, wollten wir auch ein. Fesselt von der Karte hier. Pferdchen. Das ist da unter mir. Ein Pferdchen. Ach, ein Galli, der sah von der Perspektive voll komisch aus. Natürlich ein paar Allosauren haben sie es auf unserem eventuellen Heim gemütlich gemacht, ein bisschen zu klein. Und nicht so eben, wie es von der anderen Seite aussah. Nee, in der Tat nicht. Ich glaube, das ist ja ein bisschen größer vielleicht. Aber... das ist dann wohl doch nichts. Muss ich aber erstmal landen. Hier hinten beim grünen Obelisken da so mehr. Also ich bin jetzt hier kurz auf der Ebene zwischengelandet. Oh, hier ist Obsidian. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oh ja, so Bergspitzen sind immer gut, ja. Dann nehme ich mal eine Spitzhacke mit, kurz. Schön immer was Obsidian. Brauchen wir doch noch gar nicht, oder? Klar, ich will eine Schere bauen. Dafür braucht man Obsidian, echt? Dann? Oh, aber jede Menge Obsidian, du. Metall auch noch ein bisschen was? Immer 20 mit im Meer. Oh, da hinten. Alter, guck dir das mal an. Alter. Oh, das da hinten ist die Ecke, das ist. Sumpf, oder was? Ja, so sieht so noch. Sumpfig, palmig, tropical. Oh. Was nehme ich dann? Das ist ein Ausdruck erstmal. Hier ist noch eine größere Steinfläche. Hier links. Ja. Aber auch zu klein, ne? Ja, auch zu klein. Aber ja, sicherlich kann man da immer irgendwie ein bisschen was machen, aber hier ist wirklich ziemlich wenig Platz. Muss ich mal hier sind dicke Metallsteine, oder? Oh, hier ist auch noch mal Obsidian und gutes Metall. Die kleinen Kuppen hier, die sind schon mal sehr interessant, wenn man hier mal... ein Vogel hat, der auch ein bisschen was tragen kann. Ja. Sogar den guten Metallsteine. Oh ja. Mhm.
Cool. Pfeift sogar der Wind. Jo. Hier oben. Ist ja wirklich eine riesige Map, ne? Also. Kann man jetzt mal nicht anders sagen. Hätte ich jetzt. Jetzt ist schon wieder dieses scheiß Wetter angesagt hier. Wie schlecht für unseren Rundflug. Sollen wir wohl wegen schlechtem Wetter verschieben? Da fährt der Zuschauer. Aufgrund der Kaltfront verschiebt sich der Weiterflug um etwa gute 10 Minuten. Mhm. Bitte haben Sie einen kleinen Augenblick Geduld. Irgendwie schon wieder gar nicht so richtig einen Plan, wo wir hier sind. Alter, ist ja wirklich riesig. Das Gefühl, ich fliege hier schon. Ja, wenn du bedenkst, wir schon zurückgelegt haben und da geht's noch ewig weiter. Tja. Also hier geht's jetzt zum Ende der Karte. Vielleicht können wir da nochmal kurz dran und dann machen wir einen Bogen zurück, oder? Erstmal. Ja, ja, würde ich sagen, für den ersten kleinen Rundflug, das ist ja jetzt schon sehr eindrucksvoll. Auf jeden Fall. Das hier ist Redwood dann hier, ja. Nee, Sumpf. So, weil hier so die Bäume sehen die nicht aus wie... Würde ich sagen. Oh ja. Ja, wenn man weiter runterkommt, da wird man noch die Frösche quaken. Ja, Leute, hier ist, das ist der Baseplatz hier. Schön im Sumpf. Ja. Da wohnen mit Brücke. Schönes Plateau hier vorne vor. Oh ja, das sieht nochmal ganz nett aus. Ja, oder? Dieser schöne Baum hier links. Ja, den schönen Baum hast du auch noch da. Links und rechts kommst du nicht rein. Das reicht aber auch nur für eine Base, ne? Nicht für einen Stall. Müsste man auslagern auf rechts oder links. Oder machst unten den Stall rein und oben drüber die Base. Oh, was haben wir denn hier? Cool sieht's aber aus. Hier gibt's Kristall dann. Oh noch. Mir gleich irgendwas vom Vogel holt hier, dann heul ich mal. Scheiß Sumpf. Ja. Sehr gut. Was denn? Gut, das Plätzchen so für eine kleine Base, das ist der Knaller, das kannst du super sichern. Du brauchst ja nur die Brücken ein bisschen absperren. Ja. Aber ist halt jetzt nicht die schönste Gegend und ziemlich weit außen, ne? Hm. Das stimmt voll. Wir sind ja relativ zentral da jetzt. Ja, ich will nochmal ganz kurz da oben zu dem Wasserfällen und dann machen wir uns zurück nach Hause. Was heißt denn da oben? Ach, da, okay. Ach, da oben, ja. Kann ich da überhaupt noch hinkommen? Ist das schon Ende hier im Gelände oder nicht so? Ja doch. Hier muss irgendwo Map-Ende sein. Ein bisschen geht aber noch. Also man sieht's auch und stirbt nicht direkt. Flieg mal vor, Alter. Ja, da hinten fliegt immerhin noch ein Viech rum. Das stimmt, da fliegt ein Tabajara rum. Das müsste ja so ziemlich der Rand sein. Eine Treppe zu einem roten Baum. Ich, abholzen? Ja, das hässliche Ding hier. Das zerstört die ganze Landschaft. Ach. Ein bisschen nach rechts geht sogar noch was theoretisch. Wahrscheinlich kommen wir immer noch ein Stückchen weiter. Aber ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir das... Das ist einfach nur eine Begrenzung, was überhaupt hier gegrillt werden. Ja, ich dann drehen wir mal ab hier. Drehen komplett ab. Das ist ein Äffchen. Oh. Jetzt tatsächlich kurz ein bisschen ruckeln. Die waren grün über Listen zurück, oder? Ja, würde ich sagen.
Ah, okay. Schon mal wieder über 30. Ja, wenn man nach unten guckt, ist besser, als wenn man geradeaus guckt. Ja, das... Oder direkt in den Himmel, das geht auch mal gut. Ja. Nimmt sich jetzt nicht so viel. Nö. Schön sumpfig. Ja. Du kannst mal die eine oder andere Tour durchmachen. Da erlebst du bestimmt was. Ja. Definitiv. Ja, da vorne wird schon wieder... Oh ne, da sind immer Schlangen am Strand. Guck mal, den nächsten Landeplatz ein bisschen ausspähen. Was, den nächsten Höllenplatz? Landeplatz. Lande. Ach, Landeplatz. Landeplatz. Ich würde sagen, links da unten, wo der Paar rumstopft. Yep. Können wir vielleicht mal für ein Minütchen durchatmen. Ist aber auch ziemlich groß, der Sumpf. Ja. Nee, die ganze... Oh, hier sind noch Krokos im Wasser. Nee, dieses andere Vieh. Was gibt's da noch? Was ähnlich aussieht wie ein Kroko, bloß mit längerem Bein. Caprosuchus. Ja. Die sind nicht so gut, die lecken dich vom Püpte, da kannst du gar nicht schnell gucken. Na, hier oben dürfen sie nicht hochkommen. So. Kleins zum Wegsnacken haben wir nicht gerade zufällig hier, für den Püpte. Achso, ja, der dürfte mittlerweile ein bisschen Kohldampf haben. Oh, ein bisschen Fleisch habe ich noch drin. Ja, das ist doch ein Dingsbums. Bistro. Jetzt bei dir halb links. Ich sehe wohl kein Lüstro aufessen. Aber hier ein paar Dodos halb rechts hinter der Schildkröte. Ja, die sehe ich wohl. Mal hier beim Obelisken. Oh, nice. Obelixen? Ja, da komme ich auch mal mit. Ich auch, so wie ich das Dodo verspeist habe. Nichts Gefährliches, ich würde mal kurz absteigen. Auch wenn ich das jetzt eklig bereuen werde beim Obelisken. Parasig. Auf der Plattform oder was? Mhm. Hier laufen. Was läuft denn hier rum? Oh. Fische. Hä? Fische? Was, die laufen rum? Nee, die schwimmen hier. Lass sie doch. Nee, aber kein Wasser. Ach so. Hier, wo? Bei mir, rechts von mir. Ist Wasser. Ja, nicht. Gut. Na gut, dass ich da nicht landen wollte. Ist irgendwo eine blöde Ameise, ne? Ja, fliegt hinter dir her. Aber ganz ehrlich, bei mir ist hier auch nicht wirklich das Wasser. Na doch, bei mir ist Wasser drin. Kann jemand anders gehen? Im Wasserfall sehe ich noch was. Oh, was habe ich denn hinter mir? Na, Leute. Kriegt er das Monster weg? Ja, ich gucke sie wahrscheinlich von oben jetzt an hier. Ne, von unten. Ist doch tot. So, ich wollte mal hier rein. Hier sind auf dem Grund auch Ameisen. Kann ich gar nicht. Ach doch, hier. Von hier kann ich doch zugehen. Jo. Die Brutmutter, der Drache und der Affe sind allen drei Schwierigkeiten. Oh ja. Sehr gut, das sollte es ja sein. Hat so eine Ameise übergelassen, dass man Püpte mal ein bisschen Ameisenfleisch knabbern kann? Nein, bist du blank oder was? Warte mal, ne. Terzino. Ja, Terzino. Ehrlich? Ja. Zähmne gleich weg. Mach das mal. Ach, da oben, ja. An dem Level. Das weiß ich nicht. 15. Dann holen dir. Nee, nee. Tiger.
Nee, nee. Was ist denn hier oben? Achso. Oh, hier gibt's auch Kristall. Metall auch ein bisschen, ja. Ja, ja, das sieht schon gut aus. Hier sieht's aber auch hübsch aus. Im Ring. Da könnte man noch was bauen. Ein Rundflug, 24 mögliche Bauplätze. Bauorte. Naja, es sieht hübsch aus, aber praktikabel ist das nicht. Da muss ja immer durch die Gegend fliegen, wenn du mal irgendwo ein bisschen Holz oder so haben willst. So, was ist denn jetzt hier mit dem Biberdamm? Oh, oh. Da sind mal kurz die ganzen... Bei mir war es auch gerade eingefroren. Komplett mal für 2 Sekunden gefroren. Mm. Unter uns ein Biber, aber das Wasser ist unter mir nicht da. Ich sehe die Biber komplett schwimmen. Bei mir auch, ja. Ja. Sind aber ja, ich sehe auch Fische, die schwimmen da über den trockenen Boden. hier schwimmen die ganzen Biber über den trockenen Boden, dann sehe ich sie wenigstens alle. Keine Ahnung, was da los ist, warum kein Wasser da ist. Also direkt vor dem grünen Obelisken, alles klar. Habe es keinen Biberdamm gesehen, aber wenn hier Biber sind, dann werden hier auch Biberdämme sein. Dann kommt das. Ja, dann kommen sie wahrscheinlich demnächst dann erst, ne? Wenn wir sie jetzt erstmal aufgeweckt haben, sozusagen. Mhm. Aber beim nächsten Mal ist hier auch Wasser, weil. Naja, das ist schlecht zum Landen. Fliegt nicht zu tief, mein kleiner Freund. Dann landet da, wo ich lande. Ich sehe ja, wo. Ja, man sieht es ja, also ich sehe ja, wo der Baum, wo Grundbewuchs ist, das sehe ich ja. Wachsen die Bäume auch im Wasser? Ja. Nein. Ja, das Wasser haben sie sich gerade ein bisschen gespart hier. Warum auch immer. Nochmal hochfliegen und neu gucken. Ach, hier fliegen aber auch ordentlich. Laufen auch ordentlich Biber hier über den Meeresgrund. Kängurus gibt's ja auch. Oh ja, da ganz viele. Ja, mit Wassersee ist bestimmt cool aus hier, aber keine Ahnung, warum es gerade nicht da ist. Ja, sieht eigentlich gut aus mit Wasser. Ich reich das Wasser dann nochmal nach später. Schön viele Skorpione hier. Hat einer Lust auf Skorpione? Nö, nicht unbedingt. Noch nicht. Ihn. Da vorne sieht's ja auch gut aus hier mit den ganzen Felsen da, ne? Jo. Aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da könnte es ein bisschen ekliger werden. Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn das da links? Achso, ein Mammuts, denke ich. Was ist denn das? Mammuts? Was machen die denn hier? Ist noch ein bisschen weit. Weit, bis es kalt wird, oder? Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg nach Hause erstmal, ne? Die erste Runde? Hier, hier sehe ich auch wieder Wasser. Am Wasserfall habe ich Wasser, aber sonst noch nicht. Und das große Wasser, ja. Ja, hier unter uns dann jetzt. Ja, aber im Wasserfall sehe ich Wasser, aber dahinter, davor nicht. Stimmt, und hier auch im ganzen Wasserfall gibt es aber auch Biber, also das vielleicht... Mal ein bisschen ausruhen hier. Muss man quasi noch einmal über ein Redwood drüber? Sehe ich das richtig, oder? Nee, siehst du falsch. Okay. Was ist das da jetzt übers Wasser Richtung roter Obelisk? Ist das ein grüner oder ein blauer Loot? Nee, der rote. Da. Ach, übers Wasser rüber. Ach, ganz hinten, hinterm Redwood, oder was? Vor Redwood. Also hinterm Redwood ist der rote, aber vorm Redwood ist der Beacon. Den siehst du nicht? Könnte grün sein. Ich würde auch grün sagen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, doch, jetzt sieht's auch all grün aus. So. Wenn der durch die Spiegelung und der Reflexion. Stimmt, da rennen auch Biber rum. So, dann flieg uns mal nach Hause. Kein Problem, ich fliege so lange über die Karte, bis ich es mal irgendwann gefunden habe durch Zufall. Ja, ist doch gleich hier. Und wenn ihr euch von links gleich irgendwas hart rannimmt, dann war das eine Büffer. Meinst du, die sind hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mich entsinnen, auf Ragnarok sah das ein bisschen so aus. Nur felsig, ne? Ja. Aber ja, anders felsig, aber ja, stimmt wohl. Ist hier gleich. Wir müssen ja einmal kurz ein bisschen rechts und dann geradeaus, ein bisschen rechts, links, rechts, hoch, runter und dann halb Kreis und sind wir da. Okay. Ich dachte, wir müssten vorher nochmal um eine Kurve, aber...
Du wirst es besser wissen. Hier ist auch Kristall. Schon wieder Pause machen, weil ich schnell geflogen bin. Mag Kristall mitnehmen, ja. Warte, seid ihr denn schon wieder? Wir sitzen hier bei... guten Freund. Genau. Achso, okay. Ist glaube ich noch ein Stück weiter geflogen, wir müssten gleich an dir vorbeikommen. Ah ja, da sehe ich irgendwen fliegen. Hm, könnte ich sagen. Gibt's auf jeden Fall schon mal Pferdchen. Es war übrigens ein grüner. Mhm. Oh, da. Lohnt sich ja das Reingucken nicht. Nö, eigentlich nicht. Da vorne ist schon unsere Base gleich. Also nachdem wir die nächste Wasserstraße überquert haben, natürlich. Hier auf den Inseln im Wasser, da bist du wahrscheinlich auch sicher vorm Rex. Welche Inseln im Wasser? Die geradeaus vor uns da sind. Die können wir die auch nehmen, die eine für den Stall und die andere. Ja, der Base. Als Base. Kleine Brücke zwischen gemeißelt. Komisch, hier unter mir, das Wasser ist da. Ah ja. Ja. Das ist hier eine Explorer-Nord? Tatsächlich? Was? Das ist ja der erste Explorer-Nord, ja. Ach ja. Bei den Ruinen hier. Können wir die haben? Ach da. Weiß ich nicht, ob wir die jetzt schon haben wollen. Mhm. Obwohl andererseits bringt es ein bisschen was für den, ne? Ich guck mal, ich mach mal eine auf. Komm. Auf Feier des Tages. Oh, tatsächlich. Ankylosaurus. Es gibt hier tatsächlich alle Explorer-Nodes. Das ist natürlich schon mal wieder eine coole Sache. Gut, aber wenn wir so ein Riesengebiet schon abgeflogen haben und jetzt erst eine gefunden haben, dann kann man sich ja vorstellen. Ja. Gut, wir haben, manchmal sieht man die auch recht schlecht. Ich schätze mal die ganzen Gebäude, die wir da überflogen haben. Da könnte noch die ein oder andere gewesen sein. 5 voll. Und Kano ist hier unter uns. Schnell nochmal irgendwas killen hier mit dem Bonus. Ah, das Kano kommt. Auch schon. Den können wir doch killen, den Kano. Hm? Was sind für Level? Man Level 3? Okay. Level 5? 15. Nein, 840 15. Leben. 15? Naja. Das kriegen wir hin. Das ist ja ein... Ich wollte gerade sagen, nehmen wir den Stego noch mit. Ja. Jawohl. Da gibt's was zu essen dann auch für mich. Mhm. Aber nicht viel. Mein Steak. Mein Kuckter hat Hunger. So, na, das lässt sich doch schon mal ganz gut jetzt an hier. Ach, ganz üppige 12 Gewicht gibt's dazu bei meinem Vogel. Mhm. Doch kein Schwerlastkran. So, was? Wo müssen wir hin? Hier irgendwo. Ach ne. Geradeaus rüber? Ja. Die Sonne blendet ja. Fürchterlich. Ja, geradeaus. Ein bisschen links noch an der Küste lang, ne? Quasi. Und dann bist du zu Hause. Mhm. Oh, Pferde. Hinten geht's auch noch hoch. Das ist auch so ein Plateau, wo man schön bauen kann. Da hast du das ganze Tal unter dir. Wo, oder baue ich hier? Was? Hm. Wo bist du denn? Zu Hause schon, oder was? Ich hole dich ab. Wo bist du?
Ja, auf so einem großen Felsen da zwischen den Bäumen, wo wir gerade auch zugeflogen sind. Oh, dann bin ich ein bisschen weit weg, aber warte mal. Was ist denn? Eben da unten ab. Rex. Frage. Hier hinten, hier da könnte man gut bauen. Also so als kleines Häuschen halt nur, ne? Jetzt für den Rest ist es ein bisschen zu wenig. Hier so. Was ist das ganze Tal hier vor dir? Ja. Da ist ein Rex auch unter mir. Ja. Und schon ein Toter liegt da rum. Toter Rex? Toter Rex? Ja, ein toter Rex liegt hier unter mir. Was ist denn für ein schönes Ei? Gleich mal mitnehmen. Gut, also ja, wieder, wieder nach Hause, wa? Mhm. Nicht sagen. So, alles Taco hier? Jawohl. Nicht gleich nochmal ein Viomia aufessen, aber. Da kommt ein Kano die Treppen runter. Das kriegen wir ja weg mit unserem Pöpte. Richtig, richtig. Gut. Dann machen wir erstmal Feierabend, oder was? Wollte ich sagen, ich hoffe, so der erste Eindruck hat euch gefallen. Ja. Also mir hat er gefallen. Und mir auch. Ja. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Und es war, wenn ich mal so auf die Map gucke, gute Idee. Viertel, würde ich mal schätzen. Boah, das war echt nur ein kleines Stück, ne? Ja. Das waren jetzt knapp eine halbe Stunde, die wir rumgeflogen sind. Also groß genug ist die Map auf jeden Fall. Definitiv. Und dann wollen wir mal gucken, wie es hier so weitergeht. Dann ab der nächsten Folge. Dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mal dabei seid. Bei Arke Valguero. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao. Tschüss.